herzlich willkommen auf dem Liebenden Channel. Wir kümmern uns heute wieder um Assassin's Creed Unity. Und zwar, Dead Kings steht auf Programm. Ich will kein Geld machen, ich will einfach nur Spaß haben. Und den bekommen wir über die Außenpostenmission. Wenn wir alle drei Außenposten einnehmen, bekommen wir sogar ein Achievement. Ja, und ich bin ziemlich entsetzt, denn das Achievement ist nur von 4% aller Spieler freigeschaltet worden. Also ihr habt keinen Außenposten gespielt. Wieso nicht? Grund genug, da mal ein Spotlight drauf zu werfen. Und hier ist der Außenposten ziemlich gekürzt. Alle drei Bereiche erobern wir heute in diesem Video. Wie gesagt, ziemlich zusammengekürzt. Es geht mir nicht der Vollständigkeit halber, sondern einfach nur ein bisschen Spaß haben mit Assassin's Creed Unity. Wir fangen an mit den Windmühlen-Außenposten. Der ist, wie wir auf der Karte gesehen haben, in der Nähe von der Windmühle. Also dieser extra Bereich von Dead Kings, der ist, hat eine eigene Karte und da gibt es drei Außenposten drauf. Das sind Bereiche, die so rot eingefärbt sind und die müssen wir erobern und befreien. Wenn wir das geschafft haben, dann bekommen wir ein Achievement und das Schöne an dieser Mission ist, dass man sein Gear schön ausprobieren kann. Die ganzen Sinkpunkte, die man ausgegeben hat für seine Ausrüstung. Ja, das kann man hier alles anwenden und ausprobieren. Wir sollen jeweils in jedem Gebiet drei Offiziere töten. Erstmal müssen wir die finden und aufspüren und ja, dann ausschalten. Also nicht drei Gebiete, drei Offiziere, sondern jedes Gebiet hat drei Offiziere. Ja, hier an der Windmühle. Schauen wir mal, wo wir uns da befinden. Ah, da ist ein gelb markierter Bereich. Da muss der Offizier drinnen sein. Also ich werde jetzt hier nicht mit Schleichen und taktisch vorgehen spielen, sondern einfach ordentlich draufhauen und Spaß haben. Ab ins Getümmel und krasse Szenen hervorrufen. Und hier haben wir das gerade. Und ein Offizier habe ich hier bei getötet. Und wir schauen, wo der zweite ist. Aber erstmal muss ich mich hier durchkämpfen. Das macht richtig Spaß hier. So, Gebiete erobern oder zurückerobern, das gibt es ja öfters mal in Assassin's Creed, aber nicht so eine Schlachtfeldmission. Da fällt mir jetzt noch Assassin's Creed Odyssey zu ein, wo es ja die Schlachtfelder gibt. Ah, da haben wir den Offizier. Das ist natürlich also bei Odyssey sehr ausgeprägt. So ist das hier natürlich nicht. Aber der kleine Bruder. Und nimm das hier. Super, also ich habe den Offizier mit einem Berserker-Pfeil angeschossen und warte jetzt quasi so, dass er das Zeitliche segnet. In der Zwischenzeit vertreibe ich mir die Zeit, indem ich noch ein paar andere Schergen ausschalte. Aber wie man sieht, also der hat ja noch ordentlich Punkte. Müssen wir ein bisschen nachhelfen. Ich denke mal, da geht noch was. Vielleicht können wir den einen oder anderen noch ausschalten, damit das ein bisschen schneller geht. Ich liebe das bei Unity, also die Berserker Pfeile losschicken, irgendwas anderes in der Zwischenzeit machen. Für mich die beste taktische Waffe überhaupt in Assassin's Creed, wenn man einen Fort einnehmen muss oder irgendeine Burg oder irgendein Gebiet, ein Lager.
weil da hat man so seinen Zeit-Counter. Am besten ist das noch, wenn die andere anstecken dabei. Also, dann haben wir das jetzt hier geschafft. Aufgabe abgeschlossen. Offiziere 3 Stück von 3 erledigt. Jetzt muss ich nur noch aus dem Gebiet fliehen. Das kennt ihr, das kennen wir zu Genüge. Deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Gebiet. Und zwar ist das hier auch hier unten im Süden. Innenhof, Außenposten heißt das. Und hier oben ist die ganzen Dudes. Ja, Arno ist ein bisschen Goofy-mäßig. Deswegen liebe ich ihn. Ja, also hier Innenhof. Da probieren wir mal die Guillotine-Flinte aus. Der lebt immer noch. Ich glaube, ich habe den falschen getroffen. Also gleich nochmal. Ja, den falschen. Treffer. Dann spüren wir den nächsten auf. Und den habe ich hier im Haus gefunden. Und den habe ich auch schon angeschossen mit einem Berserker-Pfeil. Und der ist auch, währenddessen ich hier das Attentat auf den dritten verübe, gestorben. Die Guillotinenflinte ist ziemlich gut für diesen Bereich hier. Da macht die auf jeden Fall Sinn und das schockt. So. Dann kämpfen wir uns mal eben hier durch und kommen zum letzten Bereich, denn hier haben wir alles geschafft. Wir müssen nur noch fliehen. So, sehr schön. Hier können wir uns mal richtig austoben, ohne irgendwelche extra Herausforderungen oder... Oh, das ist ein Keller. Da werde ich jetzt gleich mal reingehen und das Ganze exploren. Oha, was da alles auf mich zukommt. Naja, also ich schalte die jetzt alle mal aus und dann kümmern wir uns danach hier um den Friedhof Außenposten. Ist das ein... Moment. Alles gut. Welche Freude, mein Freund. Ja, Arno, der ist ziemlich goofy, aber auch nicht so übertrieben goofy. Arno, welche Freude. In seiner ganzen temperamentvollen Art und die Mission waren ja auch so gestaltet, dass er zu spät kommt und all solche Sachen. Und ja, ich finde, das sieht man auch in seinem Kampfstil, die Art und Weise, wie die Animationsphasen sind. Also er hat es irgendwie drauf, aber irgendwie ist da immer irgendwas an ihm. Das haben die sehr gut eingefangen, was so ein bisschen goofy-mäßig ist. Und das macht Arno einfach zu einem sehr charismatischen Charakter. Also ich muss sagen, den haben sie sehr gut gemacht. Und auch anders als Ezio, Altair und die ganzen... Also ein Charakter, wo sich der Spieler ganz gut identifizieren kann, weil man davon ausgehen muss, dass der Spieler auch nicht so gut kämpfen kann. Außerdem hat Unity immer noch das beste Worldbuilding. Worldbuilding bisher in Assassin's Creed und ja, also die Parkour-Fähigkeiten sind natürlich unbestritten die besten. Ja, den zweiten habe ich auch ausgeschaltet. Jetzt suche ich den dritten und der schießt da mit der Pistole um sich herum. Und ja, das werde ich jetzt auch gleich machen. Oh. Aber erstmal muss ich die hier alle ausschalten. So, da unten ist er. Ich bin aufgedeckt. Oh, der wehrt sich. Okay. Wir haben alles geschafft hier. Ein bisschen Spaß mit den Außenposten gehabt. Und ja, das soll es auch gewesen sein. Denn ich will ja nur ein kleines Spotlight hier auf die Missionen legen. Die gibt es also auch noch. Ich persönlich habe die auch total vergessen, dass ich die schon gemacht habe.
und auch vergessen, dass es dafür ein Achievement gab. Ich hoffe, dir hat es gefallen, das alles so ein bisschen zusammenzuschneiden und ja, einfach mal durchzuspielen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf der wundervollen Plattform von YouTube und Google. Bis dann. Tschüss. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Hier ist, was ich habe. Hier gibt es viel zu stöbern. Hast du, was du brauchst?